Ja. So. Judendach. Na gut, jetzt ist es eigentlich völlig egal, wie lange die Leichen liegen. Einen neuen für unseren Friedhof. So, der hat drei, da reicht. Na, jetzt geh doch mal da durch. Da reicht so einer. Hallo? Hallo, jetzt. Hier. Pilze. So, das haben wir. Ah, hier. So. So, dann haben wir die Urnenhalle auch fertig. So rum. Schalala. So, da bin ich mal gespannt, was man dann mit dieser Urnenhalle machen kann. So, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ach, da kann man gar nichts mitmachen? Ach so, da kann man praktisch gar nichts mitmachen, sondern das ist nur so ein Deko wie ein Grab einfach. Ich dachte, da könnte man vielleicht rein und noch was machen. Ach so. Ach, schade. Ich habe mich schon gefreut, hier noch ein zweites Gebäude, wo man, ich weiß nicht, eine ganze Menge vielleicht unterbringen könnte oder so, dachte ich jetzt. Ach, krass. So, wie geht's denn euch da unten? Einmal Linsen. Dann da unten mal das ganze Gedöns rausziehen. Wir brauchen Geld. Wie viel haben wir dann eigentlich? Immer noch vier, ey. Es wird einfach nicht mehr. Es will einfach nicht mehr werden. Es will einfach nicht mehr werden. So, einmal das. Dann können wir eigentlich mal direkt rüber huscheln. Wir können eigentlich die Kiste mitnehmen. Wenn ich eh schon mal da auf dem Weg bin, ne? So, ach, mitnehmen kann ich gar nichts.
Goldkisten. Weißt du, 16 Silber für eine Goldkiste. Weißt du, und 15 für eine Kiste mit Zeug. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ey. Hi. Ach, der hat nur die Trauben, ja. Boah, was? Stimmt, der verkauft die Dinger ja. Hast du zufällig auch Goldbarren oder irgendwas? Eine Schamuck-Verzierung. Was brauchte ich denn nochmal für das Schwert? Oh, 3 Schmuckverzierungen. Puh, ich glaube, wir müssen mal wieder unter die Erde und müssen da mal ein bisschen farmen gehen. Ich glaube, das wäre mal wieder eine gute Idee. Ach, was mache ich denn? Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, tatsächlich. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall mal eine gute Idee. Habe ich denn noch irgendwas? Oh, ich habe jede Menge noch einstecken, dass ich loswerden muss erst. Das. Dann brauche ich... Oh, dann muss ich natürlich auch eine ganze Menge Wein mitnehmen. Eine ganze Menge Wein mitnehmen für unser gutes Feeling. Dann gucken, dass unsere Waffen und Werkzeuge noch intakt sind. Und dann erstmal hier unsere Bude, vor allem die Bude, ne? Erstmal unser Gedönse hier ablegen. Das. Und das. Dann können wir den ja beauftragen, ein bisschen was zu schaffen. Was habe ich noch? Pilze, Zwiebeln, was sagt unser neuer Freund? Die jetzt erstmal gekühlt wird. Ja, warte. Die packe ich mal hier dazu. Dann haben wir hier die Pilze. Draußen packen wir noch das Zeug da. Noch das. Dann die Zwiebeln kommen hier dazu. So, dann sind wir soweit. Dann gehen wir nochmal schlafen, gucken nochmal nach unseren Werkzeugen. Sieht gut aus, alle drei. Sieht sehr gut aus. Eisenrüstung. Kann man eigentlich eine neue Rüstung bauen? Ich weiß das gerade gar nicht. Oh, tatsächlich, eine Stahlrüstung könnte man machen noch. Oh! Da brauche ich noch ein paar von denen. Da könnte man eine Stahlrüstung vorher noch machen. Dann sind wir etwas besser geschützt. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, glaube ich. Düm, 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 düm. So, dann machen wir noch schnell eine Stahlrüstung. So. So, da haben wir noch ein bisschen mehr Verteidigung. Das ist erkundet gewesen, jawohl. Die Teile können wir auch da lassen.
So, dann würde ich sagen, auf geht's. Na, wobei, ich würde ganz gerne eigentlich die Burger noch da lassen. Die will ich eigentlich eher nehmen für das, fürs normale Arbeiten. So, ich würde sagen, wir schlafen uns jetzt nochmal fit. Und dann ist auch gespeichert, ne? Und dann schauen wir mal, was uns dann in den weiteren Tiefen da unten erwartet. Ich weiß ja gar nicht mal, wo wir waren. So, schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall Zeit, mal wieder weiterzumachen. Weil wir brauchen ja auch Material. Wie das hier aussieht, das sieht so cool aus. Ach Gott, Level 4. Oh Gott, mein Herz. Alter, erschreckt mich nicht so. So, wo waren wir stehen geblieben? Guten Tag, liebe Monster. Ich hoffe, euch geht's gut. Hallo? Hier scheint schon mal nichts zu sein. Ja. Ja. What the fuck? Was war das denn gerade? Ah. Da habe ich hier so ein lautes Rauschen hier einfach nur auf dem Ohr von den Tunneln hier. Geht es da oben weiter? Nein. Aber hier unten. Yay. Ist das verzweigt hier. Ah, guten Tag, liebe Fliege. Noch mehr Fliegen. Watz, bumm, watz. Hallo. Na, guck mal, die hängt fest. Die ist hanging fest. Die hier nicht. So, ich lasse jetzt erstmal die Krüge stehen. Nimm das Zeug mit, wenn hier alles freigeräumt ist. Oh, ich rieche wieder Wackelpudding. Nein! Oh Gott. Erstmal auffüllen. So. Blutige Nägel. Wie pflegte eine Freundin so schön zu sagen, blutige Nägel gibt es nur an Ostern. Das ist dieser Kommentar, der war so böse. Der kam, wie wir hier so ein bisschen das geguckt haben hier und ich war auch hier unten und habe die blutigen Nägel sammeln müssen und da kam einfach von ihr furztrocken, ja, blutige Nägel gibt's nur an Ostern. Huh. Alter, au. Hä, was rutsche ich denn hier durch die Gegend? Was ist das denn? Jetzt triff doch mal. So, jetzt kann ich wieder was trinken. Das war daneben, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich sollte mal ein neues Schwert machen, hä? Was für ein Schwert habe ich eigentlich noch? Ach, komm schon. Ich würde es eher begrüßen, wenn der Schwertschlag vielleicht auch auf der Maustaste liegen würde. Das würde ich wesentlich mehr begrüßen, als tatsächlich auf dem auf der Leertaste, wo es ein bisschen komplizierter ist. So, jetzt räumen wir hier aus. So, hier ist, glaube ich, eh nichts. Ich verstehe immer noch nicht, wie man tatsächlich in manche Behälter da einfach reingucken kann, ohne dass da überhaupt irgendwas ist. Finde ich persönlich ein bisschen merkwürdig. Wobei, ich glaube da oben. Ich glaube, oben war man noch nicht. Wow. Anscheinend doch. So, können wir hier noch was mitnehmen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da hat man alles.
Ich glaube, das haben wir tatsächlich nur bis zu einem gewissen Punkt hier gemacht, diese Ebene. Und dann war ich wieder weg. Oh, Auge juckt, Auge juckt. Da, 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 da. So, Judendach. Ach ja, was für ein Schwert habe ich denn überhaupt? Ein Schwert. Wow. Ich habe ein Schwert. Ich muss dann später mal schauen. Oh, was haben wir denn da unten? Oh, lecker, blauer Schleim. Blauer Schleim. Schleim. Oh, Alter. Diese Kackfledermäuse. Ja, klar, buff mich doch die ganze Zeit von hinten, ey. Blödes Vieh. Guck, da kann man öffnen, ist aber nichts drin. Ich finde das irgendwie komisch. Hm. Da ist was putt. Das kann man eigentlich mitnehmen. Holz haben wir ja schon einstecken. Kann dieses Mistviech mal aufhören, sich ständig zu verpissen? Oh, die, also, sorry, am schlimmsten sind bisher echt die Fledermäuse, ne? Och nö, jetzt bin ich schon wieder... Was, ich bin schon wieder einen ganzen Tag unterwegs, hä? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich habe doch erst gepennt, kurz bevor ich hier rein bin. Wieso heißt denn jetzt schon wieder, dass ich einen Tag nicht geschlafen habe? Manchmal verstehe ich den Sinn einfach dahinter nicht. Dann habe ich mal das, da habe ich das Gefühl, dass ich Ewigkeiten unterwegs bin, ohne dass irgendwas passiert. Ohne dass irgendwas passiert. Oh, wow. Ich kriege einen Eimer Blut. Oh, ich freue mich. Dankeschön. Da habe ich mich total nachgesehnt. Nach so einem Eimer Blut. Ich dachte jetzt, wunder, was da drin ist. Vielleicht ein Schwert oder Rüstung oder irgendwas. Voll enttäuschend. Erstmal was trinken. Boah, Alter, schon wieder was trinken. Oha, also aber wie viele von diesen Viechern kommen denn da noch? Ach, schön, Tasche voll, danke. Was habe ich denn hier? Ach komm, dein Ernst. Weg damit. Das Doofe ist, dass man halt jetzt alles zuspammt mit diesem Scheißdreck da. Die kann ich eigentlich auch weghauen. Flügel brauche ich nicht. Oh, da habe ich auch schon 99. Ach krass. Ach komm, das einzelne Ding. Guckst mich um Buckel. Hä, was hat denn jetzt eingesteckt? Ach komm, Rübensamen, leck mich. Nimm die Stahlteile mit, ey. So, ich werde jetzt erstmal zurückmarschieren. Vorausgesetzt, ich finde den Ausgang. Hup. Erstmal Taschen leer machen und schlafen gehen. Ich habe auch keinen Platz mehr. So. I am back to life. Was passiert eigentlich, wenn ich da drauf gehe? Krepiere ich dann wieder?
So, muss irgendwas unten. Ja, es muss eine ganze Menge unten hin. Diese bescheuerten Dinger da überall, ey. Oh, wieder ein grünes Buch. Schön. Moment, ich kann doch bestimmt. Nö, schade. Ich dachte, ich könnte über Ecken hinweg sortieren. So, da haben wir auch noch das. Dann haben wir hier die Näglis. Ein Emer Blut, den ich eh nicht brauche. Einen Heiltrank. Ach, warte mal, den kann man eigentlich da, guck mal. Den kann man eigentlich hier reinsetzen. Ja, der Rest kommt eigentlich oben hin. Den Bluteimer packe ich auch mal unten, packe ich da auch mal dazu. So. Verstehst du nicht, ich habe da eine verdammte Ding fertig gemacht, eine kleine Ebene und schon kommt wieder das Zeichen, du musst pennen gehen. Ich verstehe es nicht. Hatte ich nicht... Hatte ich nicht Fleisch gekocht oder hatte ich da direkt Burger draus gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss... toll. Bringt auch voll was. Was habe ich denn sonst noch da drin? Ich glaube, ich hau diesen Gebäckteig mal weg da. Entschuldigung, aber... Das nervt doch ziemlich. So, einmal das. Dann können wir das machen. Oh, dann füllen wir hier wieder auf. Schwupps. Ach, da ist auch schon wieder alles fertig. So, dann machen wir einmal Zwiebli. Und das. So, und hier wieder. Flupp. Ah, warum gucke ich denn immer da rein? Oh, Nase juckt schon wieder. Alter, scheiß Nase. So, gibt's was? Jawohl. Sehr schön. Und eine Portion Nägel, natürlich. Oh Mann!